Hallöchen Mädels! Ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Wundert euch nicht, dass ich bei den nachfolgenden Szenen etwas anders aussehe. Das liegt daran, dass ich, ja, vergessen habe, das Intro zu drehen für meine Haarroutine. Das hole ich jetzt gerade in diesem Moment nach. Lange Rede, kurzer Sinn, weil ich weiß, dass das Video eh schon sehr lange werden wird, nämlich eine Stunde. Deswegen, ja, holt euch am besten was zu essen, was zu trinken. Nehmt euch nichts vor, sagt alle Termine ab. Es könnte ein bisschen länger dauern, wirklich ein bisschen viel länger, weil ich euch meine komplette Haarroutine abgefilmt habe. Also vom Deep Conditioning angefangen bis hin zum Ploppen, übers Diffusen, Cast auskneten und so weiter. Also alles, was ihr quasi über Curly Girl wissen solltet, müsst, wie auch immer, habe ich euch in dieses Video gepackt. Ja, Mädels, und wenn euch interessiert, wie ich diese Locken ohne Lockenstab hinbekomme, nur mit der Curly Girl Methode und was ich da genau mache, dann bleibt dran. So Mädels, willkommen in meinem wunderschönen Wohlfühlbad. Man beachte die tollen Fliesen im Hintergrund und ja. Nein, Scherz beiseite, ich wollte euch heute meine Haarroutine zeigen. Das ist also meine Schlafananas. Ne, da habe ich euch ja schon ein Tutorial bei Instagram zugemacht. Ich bin übrigens ungeschminkt, weil ich möchte euch heute, wie gesagt, meine komplette Haarroutine zeigen. Das heißt, meine Haarroutine, wenn ich Deep Conditioning mache, also das volle Programm wirklich. Und das ist jetzt mein Day 3 Hair mit einem Refresh. Ich würde sagen, ich drehe euch die Kamera rum zu meiner Wanne und dann beginnen wir mit dem Co-Wash. Genau, bevor wir damit anfangen, zeige ich euch aber auch gerade noch, was ich dafür benutze. Fürs Waschen an sich habe ich eigentlich drei Möglichkeiten. Ich zeige euch aber heute zwei, weil ich heute Co-Wash machen werde. Bin generell ein Freund von Co-Wash, wirklich, weil ja meine Schuppen dadurch zurückgegangen sind, meine Kopfhaut nicht mehr so juckt, weil sie nicht mehr so ausgetrocknet wird. Allerdings muss ich dazu sagen, so alle ein bis anderthalb Monate, also 4 bis 6 Wochen, mache ich einen sogenannten Final Wash. Da nehme ich dann wirklich ein sulfathaltiges Shampoo, um Build-up zu vermeiden. Aber das müsst ihr nicht tun. Wenn ich Co-Wash mache, dann nehme ich entweder dieses Produkt hier oder dieses Produkt. Das ist einmal die Oil Repair Schwerelosspülung von Valea Professional für feines und trockenes Haar, steht hier zwar drauf. Die ist mit Proteinen, wenn ich das benötige. Und die ist ohne Proteine, das ist die wahre Schätze, wohltuende Mandelmilch, wahlweise auch die sanfte Hafermilch mit dem rosanen Deckel. Habe ich aber jetzt nicht hier, die ist aber auch gut, die ist auch leicht und die beiden sind dafür optimal, weil... So, wie gesagt, ich hoffe, man sieht alles. Ich habe echt einen Winzbart hier, wie ihr vielleicht seht. Und es ist nicht so einfach, hier eine Kamera aufzustellen. Ich habe jetzt gerade, ja, sage und schreibe, 10 Minuten hier rumgewurschtelt. Aber ich hoffe, jetzt wird's gehen. Ich nehme jetzt die Brause und, ja, mittelwarmes Wasser. Und dann mache ich mir erstmal die Haare ordentlich nass. Dann nehme ich mir meinen Conditioner. Heute entscheide ich mich für diesen hier, den ich euch eben gezeigt hatte mit den Proteinen. Nehme mir ungefähr so eine große Menge und verteile das am Ansatz. Nehme mir dann noch ein bisschen Wasser. Weil Conditioner ja nicht schäumt, wie ihr vielleicht wisst, da keine Tenside drin sind, in den meisten zumindest. Und um ein bisschen mehr Slip zu erreichen, quasi, damit ich den Conditioner besser einmassieren kann, nehme ich etwas Wasser, um ihn zu verflüssigen. Hat auch den Vorteil, dass er nicht ganz so schwer ist und ihr schön eure Kopfhaut massieren könnt. Das solltet ihr auch ausgiebig machen. Macht das immer ungefähr 5 Minuten. Und dabei versuche ich immer so ein bisschen mit den Fingern zu detangeln, also meine Haare zu entwirren,
damit ich später besser mit der Bürste durchkomme. Ja, wenn ihr dann genug massiert habt, dann dürft ihr wieder ausspülen. Das solltet ihr auch sorgfältig machen, also richtig alles ausspülen, damit keine Rückstände bleiben, genauso wie beim Shampoo auch nicht, weil sonst könnte es wirklich schmierig werden. Genauso wie fürs Einmassieren lasse ich mir übrigens fürs Auswaschen auch richtig viel Zeit, damit ich halt alles rausbekomme und gehe auch nochmal in so schrummenden Bewegungen mit meinen Fingerkuppen über die Kopfhaut, um wirklich alles zu lösen. Jetzt nehmen wir uns die Haare und dann mache ich etwas, was man eigentlich nicht tun sollte, aber da wir jetzt noch Kur reingeben, geht das. So, meine Haare sind jetzt also nass. Ich habe mir hier mal einen Morgenmantel angezogen, obwohl das gerade ziemlich warm ist. Aber damit ich mir halt meine Klamotten nicht so sehr versauere jetzt mit der Kur, weil die Kur arbeite ich immer stehend ein. Also alles, was ich so an Waschen mache, mache ich über Kopf. Und wenn ich normales Conditioning mache, dann mache ich das auch über Kopf. Aber die Kur arbeite ich stehend ein, einfach aus diesem Grund, weil ich dann überall hinkomme. Ich werde mir jetzt auch gleich die Haare abteilen. Weil, wie ihr vielleicht seht, ich habe schon einige Haare auf dem Kopf. Und um da jedes Haar zu erwischen mit der Kur und jedem Haar gerecht zu werden, ist es besser, wenn ihr das stehend macht und euch die Haare ab. Also ans Kuren gehen und aufs Gratewohl uns jetzt eine greifen, die uns gerade am besten gefällt. So habe ich es früher immer gemacht. Mache ich jetzt den Reißtest. Den Reißtest habe ich euch bei Instagram auch schon gezeigt. Ich werde ihr aber auch nochmal zeigen, wie ich das mache und was ich damit meine. Ihr nehmt euch irgendein Haar. Ein x-beliebiges. Ich habe mir jetzt mal das hier rausgegriffen. Ja, dadurch, dass sie so hell sind, sieht man das leider nicht so gut. Ne? Aber ich versuche das mal weitestgehend einzufangen. Ich glaube, hier sieht man es am besten. Ich habe jetzt hier mein Haar und ich dehne das. Ganz vorsichtig. Ich kann das nicht gut erkennen. Es tut mir leid. Weil meine Haare eben hell sind. Aber ich glaube, jetzt sieht man es etwas. Ich dehne es immer so hin und her. Ne? Und ihr seht es, es springt immer in seine Ursprungsform quasi zurück. Das bedeutet, dass meine Haare so ziemlich in der Balance sind, was Feuchtigkeit und Proteinen angeht. War ein harter Weg bis dahin, kann ich euch sagen, weil ich hatte auch schon Protein-Overload und Feuchtigkeits-Overload. Also war schon alles dabei bei mir. Ne? Ich habe schon alles durch. Da wir jetzt aber ja weder das eine noch das andere quasi brauchen, ich meine Haare aber trotzdem auf irgendeine Art und Weise pflegen möchte, nehme ich eine feuchtigkeitsspendende Kur, aber eine leichte. Und hierfür kann ich euch diese empfehlen. Das ist die Garnier Fructis Aloe Hair Food, Aloe Vera Hair Food Maske, Spülung und Leave-In. Ich benutze es jetzt als Maske, wie gesagt. Das ist Curly Girl Safe, wie alles, was ich euch hier in diesem Video zeige, ne? Nach bestem Wissen und Gewissen immer natürlich. Aber das weiß ich, dass das safe ist, hundertprozentig. Und die geben wir uns jetzt in die Haare. Und ich freue mich schon drauf, weil ich liebe diesen Duft. Oh, himmlisch. So. Zu diesem Zweck habe ich mir, wie gesagt, hier so eine Schwange besorgt. Und da nehme ich jetzt alle Haare quasi zurück. Und trenne mir den oberen Haarkranz ab. Das fühlt ihr eigentlich relativ gut. Bis wo ihr da hingehen müsst. Also quasi wie wenn ihr einen ein Halbabdu macht. So, jetzt nehmt ihr euch die Haare nach vorne, die da übergeblieben sind. Eure Kur. Und dann jedes los. Ich nehme mir eine gute Menge und verteile mir die in den Haaren. Gehe auch wirklich bis zum Ansatz, um, wie gesagt, jedem Haar gerecht zu werden. Und gehe dabei schon mal mit den Fingern so ein bisschen durch die Haare, damit sich einzelne Knötchen lösen. Ihr könnt da, wenn ihr nicht zurechtkommt, zum Beispiel auch ein bisschen Wasser dazu nehmen. Das geht auch, um mehr Slip zu haben. Also Slip ist das, davon spricht man, wenn die Haare halt geschmeidig werden sollen. Aber es geht jetzt hier auch so. Ich habe die Haare eben auch nicht abgetrocknet, sondern einfach nur ausgedrückt quasi. Hier haben wir schon mal die ersten Haare. Natürlich verliert ihr dabei Haare, ne? Erschreckt euch da auch nicht.
Habt ihr am Anfang auch mal gedacht, oh Gott, irgendwann musst du keine Haare mehr haben. Aber dadurch, dass ihr euch die Haare nicht mehr kämmt im trockenen Zustand, wenn ihr Curly Girl macht und das ja quasi nur noch zweimal die Woche macht, verliert ihr natürlich mehr Haare. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gehört habt, der Mensch verliert am Tag, sagt man, oder bei jedem Bürsten 100 Haare. Und ja, wenn ihr euch das mal auf die Woche ausrechnet, dann sind das ungefähr 700 Haare. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ihr dann 350 verliert, wenn ihr nur zweimal in der Woche kämmt, dann ist das nicht schlimm. Ne? Dann müsst euch das nicht erschrecken. Ich habe das am Anfang auch gedacht, oh Gott, wie gesagt, aber das ist ganz normal. Also keine Angst, die kommen auch wieder nach. Ne? Also wenn ihr so gesund seid und da keine Probleme mit habt, dann macht euch das nichts. Die erste Seite ist fertig. Das merkt ihr daran, wenn die Haare sich, wie gesagt, so weich anfühlen. Ne? Also glatt, sage ich jetzt einfach mal. Dann habt ihr so ja die richtige Menge und das richtige Einarbeiten erreicht. Ihr seht, das dauert auch ein bisschen. Ich nehme mir dafür auch die Zeit, ne? Weil ja meine Haare sind mir das wert. Ihr wisst, nur gepflegte Haare oder gesunde Haare sind schöne Haare. Ne? Da hilft das beste Stylingmittel nichts. So, nächste Portion nehmen wir uns. Ich verreibe das dann immer in den Händen, damit ich überall was habe. Und dann fange ich ungefähr in der Mitte an, damit ich da das meiste konzentriere und arbeite mich dann zum Ansatz hoch. Und fange auch da wieder an, mit den Fingern ja, zu entwirren. So, wenn ihr dann mit den Fingern alles schön entwirrt habt und ihr habt das Gefühl, ihr seid so gut es geht durchgekommen mit den Knoten, dann nehme ich mir eine Bürste. Ich benutze hier immer den Wet Detangler von Tangle Teaser. Der ist zwar nicht ganz günstig, ne, wie ihr vielleicht wisst, aber das Ding ist super. Ich habe den schon eine Weile und der hält und hält und hält. Und das ist meiner Meinung nach die beste Bürste, um die Knoten da ordentlich zu entwirren. Ja, und da fangen wir wie immer beim Kämmen natürlich unten an. Und ihr seht schon, dadurch, dass ich mit den Fingern vorher detangled habe, ne, so nennt sich das, habe ich jetzt nicht mehr so Probleme, da durchzukommen. Ne? Das geht quasi ja fast wie Butter. Natürlich habt ihr an der einen oder anderen Stelle noch Knötchen, das ist ganz normal. Ne? Ich würde der Kur auch ja, die Chance geben, einzuziehen, damit ihr dann ordentlich durchkommt. Ich gehe dann immer noch hin und betreibe so ein bisschen ja, Fingercoiling, um die Locken in die richtige Richtung zu schubsen, sage ich mal, um den, so den Weg vorzugeben, gerade wenn ihr ja, blondiertes Haar habt oder sehr geschädigtes Haar durch das Glätteisen jahrelang oder Lockenstab, so wie in meinem Fall, dann kann es manchmal sein, dass so einzelne Wellen, gerade wenn ihr nicht so, ja, so eine starke Lockenstruktur habt, so wie ich, ne, sondern eher Wellen, dass so einzelne Wellen meinen, sie müssten aus der Reihe tanzen. Und um denen entgegenzuwirken, drehe ich sie mit Kur so ein. Manchmal teile ich mir die Haare dann auch noch ab, ne, damit ich auch wirklich vom Ansatz an durchkomme. Ich brauche das auch, also dadurch, dass ich wirklich die ganze Woche über nicht kämme, wenn ich das nicht mache, mit dem Deep Conditioning, brauche ich das einfach, dass meine Haare einmal in der Woche oder zweimal in der Woche gekämmt werden. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber mir fehlt dann was irgendwo. Dazu teilen wir uns den zweiten Teil, also den oberen Teil, den wir uns abgeteilt haben, teilen wir uns nochmal ein. Ich mache das immer in drei Teilen, wirklich. Einmal so hinter die Ohren und jetzt nehme ich wirklich nur die, ja, quasi Pony-Partie. Das Mittelhaar, wenn man so will. Dadurch, dass ich die unteren Partien jetzt eingedreht habe, sehe ich dann auch wunderbar, wo jetzt meine anderen noch nicht behandelten Haare sind. Weil die eben, wie ihr seht, nicht so schön glatt sind, ne? Wie die da unten. Ich lege die auch jetzt sicherheitshalber mal auf den Rücken, die Würstchen, die ich mir hier gedreht habe. Und dann hole ich mir die Haare, die ich abgeteilt habe, nach vorne. Und dann geht's weiter, würde ich sagen. Dasselbe Spiel in Grün. Ne? Erst einmassieren, mit den Fingern durchgehen und dann bürsten. Ich würde sagen, das machen wir jetzt im Schnellbeschlauch, weil sonst wird das Video wirklich endlang. Thank you.
So, dann wären wir auch schon beim letzten Part angekommen. Ihr seht, es dauert ein bisschen, ne? Aber wenn ihr die Übung habt, die nötige, dann geht das schon. Den teilen wir uns jetzt auch wieder in zwei Bereiche. In dem Fall mache ich mir auch ausnahmsweise mal einen Mittelscheitel. Ja, mal mag ich das ja gar nicht. Aber beim Deep Conditioning ist das ganz gut. Wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, mache ich mir jetzt doch mal die Haare ein bisschen nass. Ich habe hier eine Sprühflasche von Evalock, die habe ich mir bei Amazon bestellt. Ich verlinke euch am besten, wenn ich dran denke, das ist immer so eine Sache, alle Produkte, die ich hier verwende, wenn ich sie denn finde, falls ihr ja, die nachshoppen wollt. Ihr könnt aber auch eine ganz normale Sprühflasche nehmen, ne? Das geht auch. Nur die hat den Vorteil, ich zeige euch das mal, die sprüht länger, ne? Und auch feiner. Von daher finde ich die schon ganz gut. Ne? So, ein Sprüher reicht auch pro Seite. Und dann geht's weiter mit dem Rest. Die Kur ist drin, eingearbeitet. Das hat jetzt ungefähr Pi mal Daumen 20 Minuten gedauert, würde ich sagen. Jetzt geht es daran, die Kur ziehen zu lassen. Ich weiß, auf den Packungen steht immer so 5 Minuten. Ich bin da aber kein Freund davon. Also ich sag mal so 20 Minuten Minimum, wenn nicht sogar 30 Minuten, lasse ich meine Kur, wenn ich Deep Conditioning mache, einziehen. Und dazu benutze ich eine Duschhaube. Die bekommt ihr ganz normal bei DM von Evelyn für 1 Euro irgendwas, keine Ahnung. Und die setze ich mir jetzt auf meine Haare. Dazu nehme ich mir aber erstmal die ganzen Würstchen, die ich mir gedreht habe. Drehe mir die zu einem großen Würstchen, quasi zu einem Dutt. Nehme den Kopf so nach vorne. Und stülpe mir dann von hinten meine Duschhaube auf den Kopf. Ja, das sieht ein bisschen doof aus, ne? Wird jetzt auch gleich noch doofer oder döver vielmehr, weil ja, ich arbeite sehr gerne mit Wärme, wenn ich meine Kur einziehen lasse. Ich habe so, ich wische zwischen Medium Porosity und High Porosity. Man empfiehlt das bei Low Porosity, aber ich finde, ich bin ein Freund davon einfach. Ich mag das, wenn ich so eine Mütze auf dem Kopf habe und ich merke, dass da ein bisschen Wärme ist. Deswegen nehme ich mir hier so eine alte Pudelmütze. Ihr habt ja auch schon bei Instagram gesehen. Und die stecke ich mir jetzt auf den Kopf, beziehungsweise auf die Duschhaube. Und dann seht ihr, ja, jetzt sehen wir ganz bescheuert aus, ne? So wie der Typ von, wie hieß denn der Film damals, dieser Idiotenfilm, Voll Normal, ja, Tom Gerhardt, ne? Hausmeister Krause, wer kennt ihn noch? So sieht das ungefähr aus, Tommy, ne? Nee, nicht Tommy, hieß der Tommy? Egal, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich würde so nicht rausgehen, ne? Das ist wohl klar, aber, das Schöne an dieser Sache ist, wenn ihr die Haare aus dem Gesicht habt und machen könnt, was ihr wollt, dann habt ihr Zeit, andere Dinge zu tun. Deswegen ist diese halbe Stunde, die ich jetzt das einwirken lasse, für mich keine verschenkte Zeit. Genauso wie das Ploppen nachher. Weil ich einfach andere Dinge tun kann. Ich kann zum Beispiel im Haushalt was machen. Ich kann, keine Ahnung, was für YouTube ausarbeiten, ne? Ideen, die ich habe. Ich kann meine Nägel lackieren oder zum Beispiel eine Maske auch machen, weil das bietet sich an, gerade jetzt, wo ihr die Haare ja aus dem Gesicht habt. Ne? Ich habe nämlich immer Probleme, dadurch, dass meine Haare immer so fliegen, dass die Masken, dass ich meine Haare mit der Maske versorge, quasi gleich in einem. Das ist nicht so schön. Und während des Deep Conditionings bietet sich das wunderbar an und das werde ich jetzt auch machen. Und zwar mit dieser hier, ne, die habt ihr schon in meiner Gesichtsreinigungsroutine gesehen. My one and only reinigende Maske von Lavera. Die hautklärende Maske, porentiefe Reinigung. I love it. Und ich hab... So, somit hätten wir dann den Höhepunkt der Lächerlichkeit erreicht. Aber wie sagte meine Mutter früher immer schon so schön, wer schön sein will, muss leiden. Oder eben auch sich mal zum Affen machen. Ne? So ist das. Die Maske ist sehr kühlend erstmal, wenn ihr die auftragt. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon erzählt. Und die wird mit der Zeit auch warm. Die hat also auch diesen Thermoeffekt. Ich muss sagen, ich mag diesen Thermoeffekt allgemein. Sowohl bei meinen Haaren als auch bei meiner Haut. Da spricht mein Körper sehr gut drauf an. Und ja, die lasse ich jetzt einwirken, so wie es hier draufsteht quasi. Und in der Zeit, wo ich gequatscht habe, hat die Kur ja auch schon eingezogen. Deswegen passt das ganz gut. Ich würde sagen,
ich mache jetzt mal das, was ich noch machen möchte und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Sachen hier abwasche. Okay. Eine kurze Sache noch. Ich wollte euch noch zeigen, wie viele Haare ich bei der ganzen Aktion verloren habe. Und zwar sind das diese hier. Ich habe die jetzt mal ein bisschen eingerollt. Ihr seht, das sind einige. Ne? Ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber ich denke mal so vom Gefühl her müssten das schon über 100 sein, die ich hier verloren habe. So, die Mütze ist schon ab, wie ihr seht. Jetzt nehme ich noch die Duschhaube weg. Das mache ich auch direkt über Kopf. Dann schüttel ich meine Haare ja so ein bisschen aus. Dann nochmal mit den Fingern so ein bisschen durch meine Haare. Und dann seht ihr schon, ja, die sind wunderbar entknotet. Da stockt jetzt nichts mehr. Die Kur hat also gute Dienste getan. Da nehme ich mir die Brause und gebe etwas Wasser hinzu und dann mache ich dieses Squish to Condish. Wenn ihr euch ein bisschen mit Curly Girl auskennt, dann wisst ihr, was ich damit meine. Ne? Das ist diese pulsierende Bewegung, wenn die Haare zur Hälfte mit Conditioner und zur Hälfte mit Wasser quasi gefüllt sind, sage ich mal, um ja, dem Ganzen noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit zu geben und die Haare saftig zu machen, dass sie sich wie Algen anfühlen, weil das ist so das Ziel. Und jetzt geht ihr in, ja, hört ihr das, dieses Squish, 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 deswegen heißt das Squish to Condish. Und damit formt ihr zum einen die Locken oder Wellen und drückt die Feuchtigkeit mitsamt des Conditioners nochmal richtig schön in eure Haarstruktur ein, bevor ihr dann alles auswascht. Es gibt auch Leute, die lassen einen Teil des Conditioners drin. Mache ich wohl nicht, weil ich das nie kontrollieren kann, weil das meine Haare beschwert. Deswegen spüle ich alles auf und gebe dann gleich nochmal ein separates Leave-In bzw. ein Kombi-Produkt rein. Das werde ich euch gleich zeigen. Ja, immer schön kneten, bis die Arme abfallen. Und dann seht ihr vielleicht schon, ne, dass sich hier teilweise vereinzelt schon Ringe bilden. Genau das wollen wir. So, jetzt geht's ans Ausspülen. Dann nehme ich mir meine Damon Brush, das ist so eine Stylingbürste, speziell für Wellen oder Locken, und gehe damit durch die pitchnassen Haare nochmal durch. Die sorgt dafür, dass sich diese ja, berühmten Clumps bilden, ne, wie ihr das vielleicht jetzt gerade auch hier schon seht. Eben diese Lockenbündelungen, dass die entstehen. Und sorgt bei mir auch dafür, dass ich das Stylingprodukt, also das Leave-In und das Stylingprodukt, was ich jetzt gleich in meine Haare geben werde, nochmal besser in die Haare einarbeiten kann. So, wenn ich das Gefühl habe, ich habe alle Haare so weit durchgebürstet, dann nehme ich mir mein Leave-In-Kombi-Produkt. Ich nenne es, so meine Haare wegtun, das ist dieses hier, ich nenne es Ringeldingel. Das ist eine Mischung aus dem Cantu Curl Activator ein bisschen, einem Leave-In und Reiswasser. Reiswasser, weil meine Haare das einfach lieben. Ich habe das als Rinse gemacht und dann dachte ich mir, okay, warum sollst du jedes Mal die Rinse machen? Dann machst du auch direkt in dein Leave-In rein, dann hast du alles in einem. Weil ich bin ein Freund von schnellen Sachen. Ne? Das dauert ja eh schon alles so lange, die Routine. Und deswegen bin ich da ein Freund von. Ich nehme diese Menge, verreibe die in den Händen, nehme meine Haare nach vorne und gebe die mit der Praying Hands Methode. Das heißt, ich streiche mit den Händen, ja, mit den flachen Händen über meine Haare, in meine Haare rein. So, dann nehme ich den Rest, den ich auf den Händen habe, und dann squische ich die Haare schön nach oben und drücke, ja, so gut es geht, sanft das überschüssige Wasser aus meinen Haaren aus. Wenn ich das gemacht habe und ich denke, alles Wasser ist raus, so was ich mit den Händen rausbekomme, dann nehme ich mir ein Mikrofaserhandtuch. Ich habe jetzt mir eins hier von Chibo gekauft, was es jetzt diese Woche dort gab.
Ihr könnt aber auch einen ganz normalen Mikrofaser-Putzlappen nehmen oder halt euch auch eins bestellen. Oder aber ein T-Shirt, das geht auch. Ich habe aber jetzt, wie gesagt, hier so ein Handtuch. Und da nehme ich die Haare. Und drücke das Ganze nochmal nach oben. Immer schön sanft. Ne? Behandelt eure Haare sanft, denkt daran. So, als ob sie Gefühle hätten. Weil ich denke mal, gelitten haben sie vorher schon genug. Ne? Durch Glätteisen, Glockenstab und was weiß ich, was wir noch alles mit ihnen gemacht haben. So, die sind jetzt soweit, würde ich mal sagen, Handtuch trocken. Jetzt nehme ich mir mein T-Shirt und dann ploppe ich. Und das zeige ich euch, wie ich das mache. Dafür wechseln wir aber mal kurz die Location. So, wir sind jetzt hier also in meinem Schlafzimmer, weil ich das meistens auf meinem Bett mache. Ich zeige euch jetzt, wie ich das mache, also wie ich das T-Shirt lege. Ich lege es ganz normal hin, als ob ich ja, es falten würde quasi. Und dann nehme ich meine Haare und konzentriere sie ungefähr in der Mitte des T-Shirts. Ihr seht alles, die Einstellung ist gut. Dann schlage ich unten den Teil um und oben den Teil um, also den Kragen quasi. Dann nehme ich hier den unteren Teil und lege mir den um den Nacken. Und den oberen Teil lege ich mir auch in den Nacken. Dann sieht das so aus und dann binde ich mir diese beiden Enden quasi einfach so am Kopf zusammen. Ihr könnt das dann so hängen lassen. Ich stecke das dann aber auch immer noch hier in die, ja, in die Löcher quasi rein. Und dann habt ihr einen guten Haarturban, der auch wirklich hält. Ne? Damit könnt ihr auch alles Mögliche anstellen. Ihr könntet damit sogar schlafen, wenn ihr euch die ganze Diffusing-Prozedur sparen wolltet. Ging ja das auch, aber ja, ich mache das nicht so gerne, weil bei mir funktioniert das nicht so mit den Wellen. Das ist Plopping, für alle, die es noch nicht kannten. Und das lasse ich jetzt ungefähr eine Stunde drauf. Ich ploppe ziemlich lange, weil meine Haare dann schon eine gewisse Trockenheit haben, wenn ich das Styling-Produkt reingebe. Ihr habt gesehen, ich habe auch wirklich nur Leave-In und eben Kanto Curl Activator reingegeben, also eine Lockencreme, wenn man so will. Und kein Styling-Gel, so wie viele andere das machen, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Haare dann A, schneller trocknen, als wenn Gel drin ist. Und die Locken sich nicht so schlimm verformen. Also durch das Gel verformen die sich und dann bleiben die auch in der Stellung. Und wenn ihr nur das Leave-In reinmacht, dann bündeln sich die Locken zwar. Also ihr bekommt die zwar in die Position, weil ihr die eben nach oben drückt durch das Handtuch. Aber ihr habt nicht diese komischen Kringel, falls ihr versteht. Ja, und in der Zeit, wo ich ploppe, oder wo ihr ploppt, könnt ihr auch wieder alles Mögliche machen. Ich werde jetzt die Gelegenheit nutzen, weil ich das sonst auch immer mache, off-camera dann. Aber diesmal werde ich das mit der Kamera machen. Ich werde mich nämlich schminken. Und zwar werde ich euch mein lang ersehntes, beziehungsweise euer lang ersehntes, Schlupflider-Tutorial drehen. Also 10 Tipps für Schlupflider oder gegen Schlupflider vielmehr. Das hattet ihr euch schon so lange gewünscht und ich habe es irgendwie immer verbummelt. Und heute habe ich da Bock zu und das werden wir jetzt mal angehen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder. So Mädels, da sind wir wieder. Die Stunde ist um und ihr seht, ich habe die Zeit sinnvoll genutzt. Ne? Ich habe euch das Video gerade abgedreht zu den Schlupfliedern. Ich weiß nicht, ob das zuerst kommt oder erst im Anschluss an dieses Video. Wenn es schon online sein sollte, wie immer, ne, dann verlinke ich es euch hier oben, würde ich sagen. Jetzt widmen wir uns aber mal den Haaren. Ne? Die müssen ja auch schön aussehen. Und dazu mache ich mir jetzt mal den Turban ab. Und dann kommt das Styling. Das Ganze mache ich auch wieder über Kopf. Ich nehme mir das Handtuch ab. So sieht das dann aus. Ich mache dann immer noch ein bisschen Micro-Plopping. Drücke meine Haare sanft nach oben. Und dann kommt schon mein Styling-Produkt. Und zwar mein Valley Jelly. Ne? Das Video ist schon online. Das könnt ihr euch schon anschauen. Das ist ein 100% natürliches DIY-Produkt von mir. Selber zusammengestellt. Und das gebe ich mir jetzt in die Haare. Ich habe das hier in so einem Pumpspender, weil das einfach praktischer ist. Ich nehme mir jetzt da ja, 3 oder 4 Pumpstöße in die Hand, so viel. Verreibe mir das in den Händen und fange an, mir das im gesamten Haar zu verteilen. Diese Methode nennt sich Glazing, also das sagen die Engländer oder Amerikaner dazu. Nicht ganz Praying Hands, weil damit würdet ihr euch die Wellen wieder rausziehen, die ihr euch quasi durch das Ploppen reingemacht habt, so ein bisschen.
Deswegen gehe ich nur ganz sanft über meine Haare und knete das Ganze anschließend hoch. Ich nehme mir dann meistens 3 Abschnitte wieder. Einmal links, einmal rechts und einmal die Mitte. Verteile das im Haar und knete es dann hoch. Und dann seht ihr, die ersten Wellen bilden sich quasi schon. Seht, ich spare auch nicht mit dem Produkt, ne? Ich gebe immer mal wieder was in die Haare, jetzt auch nochmal von unten, bis ich eben merke, dass alle Haare damit getränkt sind. Weil nur so gewährleistet ihr, dass ihr auch später einen ordentlichen Cast habt, den ihr einfach, gerade wenn ihr ja nicht so eine starke Lockenstruktur von Natur aus habt, braucht, um ja ein schönes Ergebnis zu erzielen. So, und ihr seht vielleicht schon, wie sich das so ein bisschen verändert hat, ne, von der Struktur her. Also es hat sich schon etwas mehr hochgezogen, wie es am Anfang war. Jetzt nehmen wir den Kopf ja, quasi hoch. Dazu nehme ich alle Haare auf eine Seite. Immer schön vorsichtig, ne, damit ihr euch die Lockenstruktur nicht so kaputt macht. Ich squische dann nochmal und dann nehme ich nochmal die Haare deshalb immer alle auf eine Seite, um auch so ein bisschen diesem klebenden Effekt entgegenzuwirken. Nämlich, dass sie am Ansatz kleben, weil das mag ich gar nicht. Ich möchte, wenn Volumen in meinen Haaren haben, Definition ist mir nicht so wichtig, ne, wenn ihr mich kennt, shake ich quasi die Haare von Seite zu Seite, um zu gewährleisten, dass auch überall Styling-Produkt hinkommt. Das ist, wie gesagt, das, was ich in dem DIY-Video zu dem Belly Jelly meinte, ne? Dieses Anziehen, diese Sprungkraft, die das einfach gibt, durch die Inhaltsstoffe, die da drin sind. So, jetzt nehme ich meine Haare nochmal ganz zurück und schüttel sie nochmal nach hinten aus, ganz leicht mit den Fingerspitzen. Und dann fange ich wirklich schon an, mir meinen Scheitel zu ziehen, gerade hier am Ansatz, wobei ihr da aufpassen müsst und nicht zu viel nehmt, weil durch den Agavendicksaft in dem Zeug klebt das natürlich. Und dann habt ihr am Ende so ein klebriges Gefühl am Ansatz. So, nochmal was für die andere Seite. Das ist ja immer so meine Arschseite, ne? Wie ich immer so schön sage. Da formen sich die Wellen nicht so gut, aber es wird mittlerweile besser, wie ihr vielleicht seht. So, als letzten Step sozusagen nehme ich meinen Kopf jetzt zurück und dann gehe ich quasi nochmal über meine Haare und werfe das Ganze dann nochmal kopfüber. So, ein bisschen ausschütteln. Und dann knete ich es nochmal hoch. So, das sind jetzt meine Haare im feuchten Zustand. Ich zeige euch mal die Flasche, die war voll, ne, hatte ich extra voll gemacht, um euch das zu zeigen, so viel Belly Jelly habe ich benutzt. Also man braucht schon einiges, klar, aber dadurch, dass das Zeug so günstig ist, ne, wie ich euch in dem DIY gesagt habe, kann ich das verkraften, ja, sag ich mal. So, und jetzt geht's ans Diffusen. Ich zeige euch erstmal mein Gerät, und zwar ist das dieses hier. Ja, das ist der Xtava Black Orchid. Den gibt es leider nur in den USA. Ich habe mir den bei Amazon UPS habe ich mir den bestellt, habe natürlich ordentlich Versandkosten und so bezahlt, aber das war es mir wert. Der ist sehr groß, wie ihr seht, ja, eine Mordwaffe, wie man so schön sagt, hat sehr viele Luftdüsen in der Mitte und sehr breite und lange Arme, sodass die Haare, ja, sodass ihr die gut greifen könnt, ne? Gerade wenn ihr lange, dicke Haare habt. Ich habe hier den Remington Pro Lux, das ist eigentlich habe ich den Föhn gekauft, weil der halt auf diesen X-Tava draufgepasst hat. Das ist eigentlich der einzige Grund. Der ist aber auch so nicht schlecht. Der hat mehrere Stufen. Ihr seht das, weil bei Curly Girl sollte ja keine Hitze an eure Haare lassen. Wobei ich auch hier sagen muss, ich bin kein Typ, der kalt föhnt. Ich föhne immer auf mittlerer Hitze und geringer Luftzufuhr. Weil sonst dauert das bei mir Stunden. Und die ganze Prozedur dauert schon ein paar Stunden, wie ihr mitbekommen habt. Und das möchte ich dann nicht auch noch, um ehrlich zu sein. Deswegen stelle ich den immer hier auf die mittlere Stufe und auf geringe Luftzufuhr. Und dann fange ich an, ja, meine Haare einfach so einzudrehen. Ich bin übrigens kein Freund von Pixie Diffusing, weil mir das einfach zu anstrengend ist, jetzt mal den Föhn auszumachen. Also Pixie Diffusing ist ja, Föhn hoch, ne? Also die Haare in Diffusor, dann den Föhn anmachen und wieder ausmachen und den Föhn rausholen quasi. Bin ich kein Freund von, mag ich überhaupt nicht. Deswegen ja, mache ich das ganz normal.
Und ich würde sagen, dadurch, dass es jetzt sehr laut ist, mache ich euch ein bisschen Musik an, damit ihr nicht die ganze Zeit den Föhn brüllen hört. Und ich föhne mir mal meine Haare. Ich habe jetzt ungefähr 20 bis 25 Minuten diffused auf mittlerer Hitze, wie gesagt, und geringer Luftzufuhr. Und wenn die Haare, ja, ich sag mal so 80-90% trocken sind, also wenn ihr den Cast, ich weiß nicht, ob ihr das hört, ich denke schon, und man sieht es auch, ne, dass die Haare ordentlich einen Cast gebildet haben. Eine gute oder eine wichtige Regel beim Diffusen, die ich auch immer nicht so ganz beachte, ist, die Flossen von den Haaren zu lassen, während sie trocknen. Das ist wirklich so das mit Wichtigste, wenn ihr ordentliche Wellenlocken haben wollt. Jetzt kümmere ich mich hier um den Ansatz. Ihr fragt mich ja immer, wie ich es hinkriege, dass mein Ansatz hier so steht. Na, ihr seht, das ist von Natur aus schon so ein bisschen bei mir vorgegeben, ne? Weil ich habe halt hier irgendwo so einen Wirbel und der drückt das Ganze zu den Seiten hin. Das ist ein Glücksgriff von der Natur sozusagen. Ihr habt aber auch Möglichkeiten, das zu beeinflussen. A, durch Clipping. Das empfiehlt sie in ihrem Buch zum Beispiel. Also Lorraine empfiehlt das in ihrem Buch. Ich komme damit überhaupt nicht klar, weil ja, habe ich die ganzen Clips hier in den Haaren und kriege die nicht mehr raus. Kriege ich die Krise. Deswegen mache ich das mit einem Haarreifen. Das habe ich euch auch schon bei Instagram gezeigt. Da habe ich euch ja auch schon mal eine Styling-Routine hochgeladen. Eine etwas ältere. Und ja, dazu... Und da habe ich euch den hier auch gezeigt, den Kameraden. Das ist, wie gesagt, mein Haarreifen fürs Diffusen. Und dazu nehme ich mir jetzt meine Haare vorsichtig nach hinten. Wie gesagt, immer schön vorsichtig beim Anfassen, wenn sie noch nicht ganz trocken sind. Und schiebe mir den Haarreifen nach hinten, ungefähr bis zu meinem Ansatz da, ne, von dem Blonden. Und ziehe mir die Haare wieder nach vorne. So, jetzt habt ihr den Haarreifen drin. Und habt den Pony vorne quasi so ein bisschen aus dem Gesicht. Ich zuppel das dann immer noch so, dass ihr da auch Volumen bekommt. Jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt das entweder den Rest Luft trocknen lassen. An so Tagen wie heute, wenn das Wetter schön ist, ist das ja ganz angenehm. Oder aber ihr geht nochmal mit dem Diffuser durch und setzt quasi nochmal an den Stellen an, ja, wo es noch feucht ist. Gerade die Ansätze, ne, die sind meiner Meinung nach immer am wenigsten betroffen, wenn ihr diffust, weil das meiste konzentriert sich wirklich auf die Spitzen. Und in den Ansätzen sind die Haare dann noch feucht. Das hat den Nachteil, wenn ihr schon dann den Cast ausknetet, obwohl die Ansätze noch feucht sind, dann wird es wuschelig und dann gibt's Frizz. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Deswegen immer schön warten. Ich nehme jetzt die schnelle Variante und diffuse jetzt nochmal hier die Ansätze, alle rund um den Haarreif quasi. Das hätten wir.
Ich würde sagen, meine Haare sind jetzt zu, ja, 95-96% trocken, also fast trocken. Ich merke noch eine gewisse Restfeuchte. Die lasse ich jetzt lufttrocknen. Und was ich noch sagen wollte, das hatte ich eben nicht erwähnt, wenn ich das mache und ich diffuse den Pony vorne oder die Ansätze, das mache ich wohl mit kalter Luft. Weil wir wissen alle, die sich schon ein bisschen mit Styling auskennen, ne, die Wärme macht das Haar biegsamer und die Kälte fixiert es. Und das möchte ich damit erreichen, dass ich das hier oben fixiere, ne, dass das halt so bleibt quasi. Und ich lasse den Haarreifen auch an, während ich sie weiter Luft trocknen lasse. Hat den Vorteil, dass ihr ja, die Haare aus dem Gesicht habt. Ne? Da kann nichts passieren. Und ihr könnt das Ding gleich bequem rausnehmen, wenn dann eure Haare ganz trocken sind. Wie gesagt, ich passe dann immer ganz vorsichtig an. Ich komme mal näher, damit ihr wirklich das auch seht. Ne? Ihr seht das. Also es sieht ein bisschen aus wie Medusa. Das ist, wie gesagt, der Cast. Ne? Für alle, die sich da fragen, bei diesem Blatt. Und die neu sind bei der Curly Girl Methode. Das ist der Cast, den wir ja erreichen wollen quasi, wenn man so will. Der dafür sorgt, dass sich eben die Wellen in der Position halten, die man ihnen vorgibt. Quasi. Gerade für Leute, die nicht so eine große oder kräftige Lockenstruktur haben, so wie meiner einer, ist das ganz praktisch, um ja, der Frisur einen Halt zu geben, ne? Damit das halt nicht wieder auseinanderfällt. Deswegen liebe ich mein Belly Jelly so, weil das eben diesen krassen Cast macht. Ne? Den habe ich halt mit ganz, ganz wenigen Produkten, muss ich sagen. Diesen Cast, den man in der Drogerie zu kaufen bekommt. Deswegen ja, ist das mein absolut liebstes Styling-Produkt. Ja, ihr habt gesehen, ich habe nicht viel benutzt, ne? Und ich brauche auch nur das, was ihr gesehen habt. Ne? Einfach nur Leave-In, also mein Ringeldingel, mein Gemisch, woran ich mich im Übrigen auch noch geben werde, das selber zu machen, weil im Moment habe ich ja verschiedene Produkte zusammengemischt, wie über mein Serum, aber ich arbeite im Moment daran oder habe den Ehrgeiz an mich selbst, das komplett selber herzustellen mit natürlichen Inhaltsstoffen, genauso wie das Valley Jelly. Wenn es soweit ist, werde ich euch auch das wissen lassen natürlich, aber im Moment komme ich damit ganz gut klar und wie gesagt, zwei Produkte für Styling ist für mich echt mega für so ein Ergebnis, weil ja, vorher habe ich irgendwie 5 oder 6 benutzt, ne? Ich habe noch den ganzen Schrank voll hier. Und ja, dass ich jetzt nur 2 brauche quasi, das ist schon supi. Ja, ich würde sagen, ich lasse das jetzt zu Ende Luft trocknen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Cast ausmache. Da bin ich wieder. Nach ungefähr einer Stunde, wo ich die Haare jetzt habe noch Luft trocknen lassen. Ich komme mal ein bisschen näher, damit ihr seht, was mit den Haaren wirklich passiert ist. Also die fassen sich wirklich richtig hart an wie Stroh, kann man eigentlich sagen. Das sieht man auch, ne? Wie getrocknetes Stroh. Und das hört man, glaube ich, auch. Ich hoffe, ich kriege das mit der Kamera eingefangen, dieses Geräusch. Ja, jetzt geht's daran, aus diesem Strohballen eine Frisur zu machen. Schöne, definierte, weich fallende Wellen oder auch Locken, je nachdem, was ihr habt. Und dazu nehmen wir uns jetzt erstmal den Haarreifen runter und dann seht ihr schon, was passiert ist. Ne? Die Haare, dadurch, dass ich die jetzt die ganze Zeit so getrocknet habe, bleiben so stehen. Ich mache jetzt immer so, ich nehme mir zuerst den Ansatz vor und schüttel mir den auf, weil die sind ja noch definiert, ne, im Cast. Wenn ich die vorher ausknete, dass die weich werden, dann laufe ich Gefahr, mir die Wellen wieder kaputt zu machen quasi. Deswegen fange ich mit dem Ansatz an. Das mache ich über Kopf. Dazu nehme ich die Haare über Kopf rüber, nehme mir meine bloßen Hände, fasse mir hier in die Haare rein und gehe mit kreisenden Bewegungen über die Kopfhaut. Quasi die gleiche Bewegung, die ich eben ausgeführt habe, als ich den Co-Wash gemacht habe. Müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, weil die Haare doch sehr hart sind durch den Cast. Das ist halt, ja, das Belly Jelly macht, wie gesagt, einen richtig harten Cast, wie ihr seht. Ich würde euch deswegen auch raten, die Haare wirklich komplett trocknen zu lassen. Ich habe am Anfang immer den Fehler gemacht, dass ich die Haare habe nicht komplett trocknen lassen, auch den Ansatz nicht. Und das kriegt ihr nicht raus. Also das ist dann wie Sekundenkleber. Eben durch den Agavendicksaft, der da drin ist. Deswegen ja immer schön vorsichtig. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Und dann schüttel ich nochmal von vorne auf. Nehmen uns auch gleich nochmal ein Hilfsmittel dazu.
Aber jetzt geht es erstmal daran, das hier auszukneten. Und das geht erfahrungsgemäß am besten mit dem T-Shirt, was noch so leicht feucht ist, von eurem Plopping eben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Chaos auszukneten. Fangen wir so an. Einmal mit den bloßen Händen. Ist bei dem Produkt echt schwierig, weil, wie gesagt, der Cast ist schon hart, ordentlich hart und mit bloßen Händen, da seid ihr Stunden dran. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das mit Öl zu machen. Das geht auch, aber ich mache das nicht so gerne, um ehrlich zu sein. Deswegen nehme ich hier dieses T-Shirt, was ich eben auf dem Kopf hatte. Und das ist noch so leicht klamm. Hat den Vorteil, dass ihr damit die Wellen, also den Cast um die Wellen herum, besser aufbrechen könnt. So, und da fange ich jetzt einfach an. Ich nehme mir das T-Shirt in die Hand, nehme mir meine Haare, gehe hoch und knete die hoch, die Haare. Das macht ihr am besten auch ganz behutsam und zwischendurch fühlt ihr immer mal, wie viel Cast ihr schon ausgeknetet habt. Wie gesagt, das kann bei dem Belly Jelly länger dauern, weil der Cast ist ordentlich. Ich reibe das dann immer so zwischen den Händen. Da müsst ihr aber vorsichtig sein, weil damit macht ihr euch natürlich ein bisschen die Definition kaputt. Macht mir aber persönlich gar nichts, weil, wie gesagt, ich bin eh nicht so Team Definition, sondern eher Team Volumen. Okay. Vergleich Locken immer so ein bisschen mit Schmetterlingen. Ne? Ihr habt erst die Raupe, das sind die nassen Haare, die eigentlich nach nichts aussehen. Dann habt ihr den Kokon, also die Puppe, das ist halt der Cast und dann... Ja, lasst ihr den Schmetterling quasi fliegen, indem ihr den Cast ausknetet. Und bekommt dann, ja, im besten Fall, wenn es geklappt hat, ne, und wenn ihr einen guten Tag habt, wunderschöne Wellen oder Locken. So, ich mache das jetzt auch nochmal über Kopf. In alle Himmelsrichtungen, genauso wie beim Diffusen. Das ist übrigens mein Lieblingsteil an der ganzen Sache, ehrlicherweise. Und da bin ich auch nicht alleine. Das machen ganz, ganz viele, lieben das auch so sehr wie ich. Dieses Cast auskneten. Weil man dann eben für die stundenlange Arbeit, die man vorher reingesteckt hat, sozusagen belohnt wird. Das steckt so dahinter. So, der Cast ist fast raus. Hier vorne habe ich noch ein bisschen was. Das spürt man auch, ne, wenn man die Haare anfasst. Wo sie schon weich sind und wo man noch mal ran muss, sozusagen. Ja, das Ergebnis gefällt mir heute sehr gut. Das ist super. Ich habe echt schon befürchtet, drehst du das Video und dann hast du Bad Hair Day, ne? Hätte auch passieren können. Aber ja, ich bin bisher ganz zufrieden. So, der Cast ist jetzt zum größten Teil raus. Ich komme mal ein bisschen näher und zeige euch jetzt mal das Locken- oder Wellenbild. Und dann seht ihr wahrscheinlich schon, wie sich die Struktur verändert hat, ne? Also vorher war es richtig hart und knochig quasi und jetzt sind sie ja relativ weich. Ich gehe dann trotzdem nochmal hin und locker nochmal am Ansatz auf, da wo ich meine, da sind noch Stellen, die ich noch auflockern muss. Jetzt nehme ich mir noch ein Hilfsmittel, um ein bisschen Volumen zu schaffen. Und da habe ich zum einen einen Afropick, ja, den habe ich auch bei Amazon bestellt, werde ich euch auch verlinken. Und damit gehe ich quasi in die Ansätze. Ich kämme die Ansätze ein bisschen aus, weil ich das mag. Das müsst ihr nicht. Aber ich mag das, wenn das am Ansatz so ein bisschen ja, voluminös und aufgewuschelt ist und sich dann zum Ende hin ein bisschen definiert. Sorgt auch dann noch dafür zusätzlich, dass ihr... auch noch an Ansatzvolumen bekommt durch diesen Afropick. So, wir machen das jetzt nochmal über Kopf. Gehe ich auch nochmal rein. Einfach so ein bisschen vom Ansatz an. Ja, das wären dann meine Haare. Und so würde das aussehen. Ich arbeite jetzt ganz gerne nochmal zusätzlich, um nochmal, also zusätzlich nochmal Volumen zu bekommen, arbeite ich gerne mit Volumenpuder, beziehungsweise mittlerweile, weil das Volumenpuder, was ich benutze, einfach nicht safe ist oder ich mir nicht sicher bin, ob es safe ist. Das habe ich euch schon ein paar Mal bei Instagram gesagt. Nehme ich jetzt mittlerweile Babypuder, weil ihr mir das empfohlen habt und das geht ansatzweise genauso gut. Also es ist nicht ganz so gut wie Volumenpuder, aber man bekommt damit auch einen guten Stand. Und deswegen geben wir uns das jetzt auch noch in den Ansatz. Und da nehme ich mir mein Babypuder, da nehme ich mir ein bisschen auf die Hand. Ungefähr so viel. Verreibe mir das in den Händen
Und dann gehe ich damit durch den Ansatz. Ihr könnt Babypuder zum Beispiel auch als Trockenshampoo-Ersatz nehmen. Das geht auch. Da das halt nicht so eine Wirkung hat wie das Volumenpuder, nehme ich da natürlich ein bisschen mehr. Ganz klar. Aber ja, das ist ein guter Ersatz, wenn ihr auch, oder wenn ihr zum Beispiel Haarspray immer benutzt habt, ne? Da gibt es ja auch nichts, was safe ist, außer jetzt das ganz teure von Bounce Curl. Ist das eine gute Alternative? Dann seht ihr vielleicht schon, ne, dass da einiges passiert ist. Es ist nicht viel, aber ich mag diesen Look unheimlich gerne, wenn es halt so. Ja, wenn der Pony halt hier ein bisschen weg ist. Ja, Mädels. Und das sind meine Haare, nachdem ich mit der ganzen Prozedur fertig bin. So sieht das aus. Ich bin mega happy damit heute. Ich habe, wie gesagt, die besten Ergebnisse, wenn ich diese beiden Styling-Produkte nehme, beziehungsweise nur ein Styling-Produkt, mein Valley Jelly und eben ein Leave-In, was ich euch eben gezeigt habe, also Ringeldingel. Damit habe ich persönlich die besten Ergebnisse, die mir am besten gefallen und die auch am längsten halten. Ich muss sagen, meine Haare fühlen sich nicht besonders weich an. Also dafür, dass ich eine Feuchtigkeitskur gemacht habe, sind sie schon noch griffig, aber ich mag das. Ich betone das immer wieder, ich kann damit nicht umgehen, wenn meine Haare so weich sind. Da kriege ich die Krise. Ich kann dann keine Frisuren machen, die halten nicht und nix. Und so ist das perfekte Mittelding. Na, natürlich habe ich hier und da, seht ihr, Frizz. Na, das bleibt nicht aus. Mich stört das aber auch nicht. Ja, ich zeige euch das nochmal von nahem, damit ihr das auch nochmal seht, wie das aussieht. Ja. Ja, so sieht das von hinten aus. Ich finde, wenn ich das Bild vergleiche mit dem, wo ich gestartet habe im Januar, finde ich das ja wirklich enorm, was sich da getan hat. Nur eben durch richtige Pflege und ein bisschen ja, Vorsicht mit den Haaren. Und auf die Haare einfach hören. Ich glaube, das ist so der, ja, die Quintessenz des Ganzen, die ich euch mitgeben kann. Natürlich ist es Arbeit, ne? Das habt ihr jetzt verfolgen können. Ich habe ein paar Stunden gebraucht, bis ich jetzt dieses Ergebnis hatte. Mit Unterbrechungen, weil ich halt immer wieder sage, das Ploppen und das Kurziehen zähle ich nicht, weil ich da einfach andere Sachen machen kann. Das ist keine vergeudete Zeit für mich, sage ich mal. Und so habe ich wirklich, ja, eine schöne Frisur oder Locken oder Wellenstruktur, ohne sie großartig gequält zu haben. Und das, ja, das mag ich an der Curly-Girl-Methode, muss ich sagen. Ne? Ja, wie gesagt, ich hoffe, meine Waschroutine hat euch gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Haltet die Öhrchen steif und auch die Löckchen. Und ja, wir sehen uns. Tschüss.